Hallo, liebe Waage, und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 13. bis 19. November 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten und schauen wir mal, was hier so los ist in der neuen Woche für unsere liebe Waage. Die Waage darf sich nochmal mit ihrer, ja, Intention beschäftigen, mit dem, warum sie irgendwie mal angetreten ist, mit dem, was so hinter den Dingen steht oder was ist auch so der Beweggrund von bestimmten Aktionen oder Nichtaktionen, von bestimmten Gesprächen, die du führst oder auch nicht führst. Frag dich immer, was ist das dahinter? Ja? Wir gucken mal ins Tarot, was damit jetzt genau gemeint sein könnte. Wenn dich übrigens interessiert, liebe Waage, welche Kartendecks ich heute benutze, dann findest du die wie immer in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. So, was haben wir denn für die Waage der neuen Woche? Ja, hier, wir haben hier so eine Energie von, es geht fast los, aber noch nicht so richtig. Und frag dich mal, was der Grund sein könnte, der dich noch daran hindert, so wirklich auf der Welle deines Lebens zu surfen, so wirklich voranzugehen. Und frag dich nochmal, was wirklich die Beweggründe für verschiedene Dinge, Wünsche, Träume, Entscheidungen oder eben auch Nichtentscheidungen sind. Guck mal auch, welche Versprechen und Gelübde vielleicht gebrochen werden müssen, die du dich gerade noch nicht traust zu brechen, weil du sie eben mal versprochen hast. Ob das irgendwelche Verträge sind, die dich an etwas binden, aus dem du eigentlich raus möchtest. Ob das ja irgendwelche Zusagen sind, die du getätigt hast, die du und wo du vielleicht den Anspruch hast, als super zuverlässig zu gelten und dich deswegen nicht traust, ins Gespräch zu gehen und das Ganze abzusagen oder eben aufzulösen. Es ist auch so eine Sache, überprüf mal generell sämtliche Verträge, die du hast. Jetzt im November kann man ja auch Versicherungen wechseln. Also auch hier kannst du mal reinschauen, ob die Versicherungen, die du hast, alle noch so sinnstiftend sind, vom finanziellen Rahmen her Sinn machen, ob es nicht vielleicht auch günstigere Angebote gibt. Also das liegt ja auch mit drin. Und der Rat der Karten ist hier auch, dich mal, naja, in die Ruhe zu begeben, in den Rückzug zu begeben. Also, ne, oftmals biegen wir auch mal so komisch vom Weg ab, weil wir vor lauter Machen und Tun und Weiterrennen übersehen, dass es nicht die Leiter nach oben ist, sondern ein Hamsterrad. Und aus der inneren Ruhe heraus kommt dann die Klarheit wieder. Indem du dich mal wirklich von dem Außen zurückziehst, von den Meinungen, von generell, was so in der Welt da draußen passiert, an Nachrichten, an Begebenheiten, an was auch immer, und überprüfe die Samenkörner, die du mal ausgesät hast, ob das wirklich das ist, was du ernten willst. Weil manchmal verrennen wir uns auch und, naja, säen und säen und säen eine ganze Menge. Und wundern uns aber, warum wir auf einmal, weiß ich nicht, eine Wassermelone vor uns liegen haben, obwohl wir Kohlrabi haben wollten. Ja? Also guck mal, ob da alles on track ist oder ob es Kurskorrekturen braucht, damit du am Ende keine unliebsamen Überraschungen erlebst. Und das eben genauso im vertraglichen, ja, also ich sage ja so Versicherungsverträge, Kreditverträge, was auch immer, mal alles überprüfen, was du irgendwann mal so unterschrieben hast. Irgendwelche Absprachen, ne, weiß ich nicht, du bist mein Steuerberater, du bist mein Anwalt, du bist mein Notar. Ist das alles noch aktuell? Sind das die richtigen Leute für dich? Aber eben auch generell Versprechen, Gelübde, die du vielleicht dir selber mal gegeben hast, die du einer anderen Person gegeben hast. Und wenn es nur sowas ist wie, ach Mensch, am Wochenende wollte ich mir eigentlich eine ruhige Zeit machen und jetzt kommt jemand daher und lädt dich zu einer Party ein oder fragt, ob du beim Umzug helfen möchtest, frag dich, ob das wirklich zu deinen Plänen passt. Oder ob du des lieben Friedens willen ja sagst, obwohl du eigentlich nein sagen wollen würdest oder müsstest, weil du einfach mal Zeit für dich brauchst. Da kannst du noch mal hinschauen, liebe Waage, in dieser Woche. Ja, dass du dich nicht aus Versehen in die falsche Richtung vergaloppierst.
Bitte gegebenenfalls andere um Hilfe und Unterstützung, wenn es darum geht, ja, in die Ruhe zu kommen. Vielleicht kann jemand deine Aufgaben übernehmen und übernimmt sie auch gerne, wenn er weiß, dass du einfach mal Ruhe und eine Auszeit brauchst. Vielleicht geht es auch darum, sich mit jemandem auszutauschen, der dich nochmal, naja, in die richtige Richtung schiebt. Ja, also wenn ich sage, du hast Wassermelonen ausgesät, wolltest aber eigentlich Kohlrabi haben, wo bist du da schief gewickelt gewesen? Wer kann dir da von außen nochmal eine Klarheit geben, dass da nichts übersehen wird? Oder du einfach wieder zurück auf Kurs kommst. Und was ist so das Mantra für unsere Waage in der neuen Buchwoche? Da habe ich zwei abschließende Botschaften für dich. Ja, zum einen, ich suche mir bewusst Menschen aus, die mich inspirieren, großartig zu sein oder ein großartiges Leben zu führen. Also hier auch nochmal, ne, überprüfe deinen Kreis, wer darf mit dir leben, wirken und dich und andere inspirieren oder von dir inspiriert werden. Und bei wem ist es halt, weiß ich nicht, naja, kein Erblühen, sondern eher ein Aussaugen. Und dann habe ich hier Mitgefühl. Mitgefühl ist mein Kompass. Ich bin absolut bereit, den Space zu halten, den Raum zu halten, damit andere eine schöne Erfahrung machen können. Aber auch du selbst. Also ich würde es fast deuten auf, die anderen sind du selbst. Halte dir selber den Raum, damit du in die Ruhe kommen kannst, damit du wieder in die Klarheit kommen kannst, wo du dich vielleicht vergaloppiert hast, wo du irgendwo, ne? Ich liebe diesen Spruch, die Karriereleiter, du denkst, du bist auf deiner Karriereleiter unterwegs, aber eigentlich ist es ein Hamsterrad. Es sieht halt gleich aus, wenn du da rennst. Und du brauchst manchmal jemanden, der von außen drauf schaut und dir sagt, sag mal, fällt dir auf, dass du im Kreis rennst und nicht nach oben. Nur anfühlen tut es sich erstmal gleich. Also überprüfe, ob das, was du vorhattest, sich mit den Ergebnissen deckt, nicht, dass du dann eine Überraschung erlebst. Das ist deine Botschaft für diese Woche, liebe Waage. Ich hoffe, es ist jetzt nicht die prickelndste Botschaft, aber ich hoffe, sie gibt dir einen Anstoß, einen Denkanstoß oder die Klarheit, die du gerade brauchst. Und ich möchte dich noch gern herzlich einladen in Stardust. Da bin ich dann diejenige, die von außen drauf schaut auf alles in deinem Leben. Und du darfst dann die Innenschau machen. Wir sind ja in der letzten Woche schon gestartet mit Stardust, aber so richtig inhaltlich los geht es erst in dieser Woche. Also wenn du noch Lust hast, dabei zu sein, Türe und Tore zum Anmelden sind noch geöffnet. Ich verlinke dir das hier unten in der Infobox, aber auch am Ende des Videos und freue mich riesig, wenn du dich noch entscheidest, dabei zu sein. Wir haben hier einen ganz tollen Kickoff schon gehabt, ganz schöne Energie. Die ersten Readings sind draußen, Kartenreadings, Gene Key Readings, das chinesische I Ching mit den Fragen, warum bist du hier, Lebenslernaufgabe, was hält Seele und Körper gesund und was erfüllt dich wirklich? Und die Teilnehmer sind sowas von begeistert. Heute einen riesen Blumenstrauß gekriegt, habe ich so gefreut. Einfach wunderschön ist. Also wenn du noch Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich an. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Und dann, ja, bis nächste Woche, deine Denise.